Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Cardomania. Es ist Samstag, sehr, sehr früh am Morgen, aber wir haben uns hier eingefunden, weil wir mal wieder ein paar Fahr-Challenges bzw. Fahr-Technik-Videos für euch machen wollen. Wir haben uns folgendermaßen überlegt, es gibt ja dieses Sprichwort, wer bremst, verliert. Wir wollen jetzt mal gucken, weil wir ganz oft das Thema von unseren Kunden haben, dass die sagen, hey, ja, ich fahre hier einfach Vollgas über die Strecke, dann fahre ich halt vielleicht nicht ganz so sauber, aber ich muss halt nicht runtergehen vom Gas. Das ist deutlich schneller. Das wollen wir heute mal feststellen. Ist es schneller, wenn ich die Strecke einmal komplett Vollgas durchfahre, ohne zu bremsen, halt das Kart dann mehr oder weniger immer anstellen muss, damit ich durch die Kurven komme? Oder ist es schneller, wenn man einzelne Bremspunkte auf der Strecke hat? Das ist für heute die Aufgabe. Bevor es losgeht, liken nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen und vor allem folgt uns bitte. Das würde uns ganz viel bedeuten. Das ist ein Klick, der kostet euch wenig, bringt uns aber sehr viel. Ja, von daher. Da müssen wir uns auch mal noch bedanken, weil wir haben die 500 Abonnenten geknackt. Genau, und tatsächlich ist auch eines unserer Technikvideos brutal durch die Decke gegangen mit fast 10.000 Aufrufen. Ja, also danke dafür. Geil, so könnt ihr gerne weitermachen. Ja, 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 so sieht's aus. Wir machen jetzt so weiter. Ich hocke mich rein. Wir fahren die erste Runde und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Let's go. Dann wollen wir mal schauen. Also alleine die Kurve hier, nicht mit Bremsen zu fahren, stelle ich mir kritisch vor, aber wir probieren es einfach mal. Schön Schwung nehmen. Und Vollgas draufbleiben. Ah ja, okay, das ging noch. Ah, da kann man ihn halt nicht schön positionieren. Das ist halt nicht so gut. Ah, da muss man richtig reinwerfen. Oh. Ah, ja, das geht. Aber er bricht halt unkontrolliert aus. Ja. Also, man fährt, so fährt man extrem unrund, habe ich das Gefühl. Also du kommst zu schnell rein oder lässt dich zu weit raustragen. Ich weiß nicht, 36,2. Ich versuche es jetzt mal mit Bremsen ein bisschen besser zu machen. Wir werden sehen. Also das war jetzt komplett ohne Bremsen und jetzt kommt die Runde, wo du mit Bremspunkten machst. Ja, genau. Die Sache ist halt echt, dass es extrem wieder temperaturtechnisch zu kalt ist, um jetzt irgendwie generell eine schnelle Runde zu fahren, aber wir probieren es. Yeah, yeah! Temperatur hier reinbringen. Ah, das war nicht ganz gut. Da gab es eine Berührung. Ja, das ist aber auch deutlich flüssiger. Und mal angetippt, die Bremse. Jawohl. Also ich hatte auf jeden Fall einen Fahrfehler drin, direkt hier in der ersten Kurve. Oh, hast du es gesehen? Nee. Schätz mal. Also es war auf jeden Fall schneller. Ich würde sagen irgendwas 35,9 oder so. Was war in der ersten Kurve? 36,72 glaube ich. 35,4.
Also wir haben, warte, ich hole mal kurz, ich muss mal gucken, dass wir jetzt, ich glaube, es waren 36,2 am Anfang. Von 36. Ohne Vorschau. Ja, so. Also 36,274 zu 35,430. Sprich. Und das mit Fahrfehler. Ja, sprich 0,8 Sekunden schneller auf 400 Meter. Leute, das ist ein extrem, extremer Unterschied. 1/10 klingt immer so, 1/10, was ist das schon? Aber auf 400 Meter, schon krass. Wenn ihr jetzt 1/10 langsamer seid auf dem Nürburgring mit 21 Kilometer Strecke, okay, das ist wenig. Aber hier ist es extrem viel und wie gesagt, ich bin vorne einmal hängen geblieben. Von daher wäre es vielleicht 9/10, würde ich mal schätzen. Man muss aber dazu sagen, das ist natürlich nicht das klassische Stempeln, Bremsen, weil das bringt dir auch nicht viel. Ja, nee, also es ist in die Kurve reinbremsen. Ich glaube, das ist auch, was viele falsch machen. Falls euch das interessiert, können wir dazu auch mal noch ein Video machen. Ja, genau. Also wie man die Bremse, genau, wie man die Bremse dosiert, dass wir das mal vielleicht euch zeigen. Ja. Weil das machen, glaube ich, oder haben viele mit Probleme, die richtige Dosierung zu treffen. Ja, das denke ich auch. Nee, aber es mehr, ich hätte nicht gedacht, dass es so einen krassen Unterschied macht, bin ich ehrlich. Ich hätte es vielleicht mit 4/10 oder so gerechnet, aber dass das 8/10 jetzt so Unterschied macht. Respekt. Ist also viel, ja. Sauber fahren, wenn ihr schnelle Rundenzeit machen wollt und nicht einfach Vollgas draufstehen und scheiß drauf, Harakiri einfach in die Kurve rein. Gut, soviel zu dem Video. Ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf weitere Technikvideos jetzt für die Zukunft freuen. Gerade so Fahrtechniken. Natürlich, aber auch unser normaler Blödsinn wird auch kommen. Drehen wir auch gleich noch einen Teil. Das ist ja logisch. Bis dahin, bleibt gesund. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin unsere Videos schaut. Das bedeutet uns wirklich viel. Und schönen Tag euch noch. Genau, und schreibt uns in die Kommentare, ob ihr Bock auf das Video habt, dass wir euch mal zeigen, wie man die Bremse dosiert. Dann machen wir das gerne für euch. Also, liken, abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Ade, ciao.